Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe 10 gute Minuten. Heute will ich eine einführende Lektion über die Menge der komplexen Zahlen geben. Nun, wir haben ja gesehen, es gibt natürliche Zahlen, das sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, die Zählzahlen. Wenn man die 0 noch mit dazu nimmt, hat man 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dann erweitern wir die Menge zu der Menge der ganzen Zahlen, das sind also zu jeder natürlichen Zahl noch die Gegenzahl dabei. Minus 1, minus 2, minus 3. Dann kommt eine weitere Zahlenmengenerweiterung. Dann nennen wir diese Zahlenmengen die rationalen Zahlen. Da sind also die Brüche noch dabei. 1,5, minus 0,2, minus 8, minus 5,5. Dann haben wir gesehen die reellen Zahlen. Es gibt nämlich so Dinge wie die Zahl Pi. Oder auch eine Wurzel aus 8, die man nicht mehr als Bruch darstellen kann, auch nicht mehr als periodischer oder abbrechender Dezimalbruch. So, jetzt ist die Frage, gibt es noch mehr Zahlen? Ja, übrigens habe ich hierzu auch ein Video gemacht, den könnt ihr euch ansehen. Und zwar folgendes, es gibt bestimmte Gleichungen, die nicht mehr lösbar sind. Nehmen wir mal eine quadratische Gleichung und die Lösungsformel, die PQ-Formel, ist ja bekanntlich x1 bzw. x2 ist minus p halbe plus minus p halbe zum Quadrat minus q. Das ist die Lösung für eine Gleichung x2 plus px plus q ist gleich 0. So, jetzt kann Folgendes passieren. Diesen Term p halbe zum Quadrat minus q, der hier unter der Wurzel steht, das nennt man auch die Diskriminante d. Und wenn diese Diskriminante, wenn dieser Term kleiner als 0 ist, gibt es keine Lösung in der Menge der reellen Zahlen. Warum? Weil es eine Quadratwurzel ist und wenn hier ein negativer Term steht, dann müsste man, wenn die Lösung auch negativ ist, zwei Minuszahlen multiplizieren. Also sagen wir mal, unter der Wurzel würde stehen minus 9. Wenn wir jetzt sagen würden, die Lösung ist minus 3, dann müsste minus 3 zum Quadrat minus 9 ergeben, aber minus 3 zum Quadrat ist 9. Wenn wir sagen, okay, dann ist die Lösung halt 3, dann ist das Problem nicht gelöst, denn 3 Quadrat ist auch 9. Also, es gibt in der Menge der reellen Zahlen keine Lösung. Nun wollen wir die Gleichung aber trotzdem lösen und dann müssen wir den Zahlenbereich eben erweitern. Genau wie wir das hier ja auch bei den anderen Zahlenbereichen gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel 3 durch 5 teilen, dann springen wir so quasi aus dieser Menge n und z heraus in die Menge q. So, also dafür braucht man reelle Zahlen und man macht das, indem man die imaginäre Einheit i einführt. In der Physik heißt diese imaginäre Einheit j, um es nicht mit der Stromstärke zu verwechseln, und definiert einfach, i Quadrat wird definiert als minus 1. Und das kann keine reelle Zahl sein, denn reelle Zahlen hoch 2 sind immer positiv. Also i Quadrat ist minus 1. Und somit haben komplexe Zahlen zwei Teile, man schreibt es so, also komplexe Zahl z ist a plus b mal i. Dieses a nennt man den Realteil, wegen hier, weil das Menge der reellen Zahlen ist. Das b mal i nennt man den Imaginärteil. Also, das ist der Realteil der Zahl z, das ist der Imaginärteil der Zahl z. Wir haben also jetzt eine Zahl, die hier so quasi aus zwei Komponenten, einem realen und einem imaginären Teil besteht. Diese Zahlen können wir dann auch in der sogenannten gaußschen Zahlen
Ebene darstellen. Wir sehen ja hier auf der Zahlengerade sind die reellen Zahlen vollständig dargestellt. Da gibt es keinen Platz mehr für andere Zahlen. Deshalb müssen wir so quasi eine zweite Dimension einführen. Und das ist hier unsere Imaginärachse. Hier ist also, sagen wir mal, hier ist 1i, 2i, 3i, 4i. Und hier ist 1, 2, 3, 4. Und wenn wir jetzt eine komplexe Zahl z, die man übrigens mit so einem c abkürzt, ja, c, so, nehmen wir mal eine, also sagen wir mal 3 plus 2i, na, dann gehen wir 3 auf der Realachse hier, 3, und dann 2i ist hier, gehen wir 2 hoch, und haben dann quasi so einen Pfeil, der hier zu unserer Zahl z ist, 3 plus 2i führt. So, damit können wir auch quadratische Gleichungen lösen, deren Diskriminante kleiner 0 ist. Wir haben ja übrigens immer zwei Lösungen, und das wäre dann eben hier einmal z wäre eine Lösung, und z2 ist die sogenannte konjugiert. Das wäre dann die konjugiert komplexe Zahl. Das wäre dann eben 3 minus 2i. Also wenn z a plus b mal i ist, dann ist die konjugiert komplexe Zahl a minus bi. Das wäre quasi die zweite Lösung. Wir werden später noch drauf zurückkommen. So, nun wollen wir mal eine Gleichung lösen. Also, zum Bleistift nehmen wir mal z² minus 8z plus 25 gleich 0. Wenn wir das jetzt hier mit der PQ-Formel lösen, wie das jetzt genau geht, zeige ich jetzt hier nicht. Mit der PQ-Formel lösen, dann haben wir zwei Lösungen. Z1, Z2 ist minus 4 plus bzw. minus die konjugiert komplexe Zahl 16 minus 25. So, das heißt, wir haben hier minus 4 plus bzw. minus minus 9. Wenn wir das jetzt die Lösung in komplexen Zahlen darstellen, dann schreiben wir einfach minus 4 plus minus Wurzel aus 9 mal minus 1. So, jetzt können wir schreiben minus 4 plus minus. Die Wurzel von 9 können wir ja rausziehen, ist 3. Und dann haben wir noch Wurzel minus 1. Und da i² gleich minus 1 ist i, die Wurzel von minus 1, also können wir schreiben minus 4 plus minus 3i. Und das sind die Lösungen dieser quadratischen Gleichung in C, in der Menge der komplexen Zahlen. So, jetzt gibt es eine Aufgabe für euch, also löse Aufgabe, löse die Gleichung z² plus 5z plus 14 gleich 0. So, bitteschön hier Pause-Taste drücken, selber lösen, Lösung hinschreiben, dann wieder auf Start drücken und ich zeige, wie die Lösung heißt. So, abschalten, Pause drücken. So, ich hoffe, du hast Pause gedrückt. Nun kommt die Lösung und ich hoffe, du hast sie richtig. Also mit der PQ-Formel kommen wir hier auf z1, 2 ist, wenn ich mich nicht verrechnet habe, minus 2,5 plus minus Wurzel aus minus 7,75.
6,25 minus 14 ist minus 7,75. Und damit heißen die beiden Lösungen einmal minus 2,5 plus und das andere mal minus 2,5 minus Wurzel 7,75. Das rechnen wir jetzt nicht aus, was es ist, mal i. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bis zum nächsten Mal und tschüss.